Hey Leute, willkommen zurück zu We Play Old School. Ich bin Max Holz und ihr seid bei der neuen Folge GTA 5 Online Tipps und Tricks. Wir machen heute mal eine kleine Roomtour durch ein fettes, großes CEO-Büro und dann zeige ich euch nochmal die Lagerhäuser von innen, weil das hatten wir ja noch nicht gemacht. Ich habe mich ja erstmal von Anfang an um die Autos gekümmert und den ganzen anderen wichtigen Kram, was mir erstmal wichtiger war. Und jetzt geht's zum CEO-Büro. Okay, wir gehen erstmal, wir machen das ganz von vorn. Wir gehen erstmal auf die Dynasty 8 Executive Website. Executive heißt sie. Seite betreten. Ich habe hier schon eins gekauft. Das ist hier das Maze Bank West Building. Das war das billigste. Einfach mal so gekauft, just for fun. Dann gibt es noch Long Bank West für 3,1 Millionen. Dann gibt es noch Arcadia's Business Center. Auch sehr cool. Da gibt es ja den Wall Breach. Für 2,25 Millionen. Und dann halt das teuerste halt die Maze Bank. Die werden wir uns mal gönnen. Dieses Gebäude hat die Skyline von Los Santos für eine ganze Generation geprägt. Größer, stilvoller, opulenter, schamlos, fallisch. Alles klar. Statisch, instabiler, keinen Rekord. Den die Maze Bank, den der Maze Bank Tower nicht einhalten würde. Wir kaufen das uns für 4 Millionen. Dekor können wir uns hier auswählen. Wir haben hier das reich, cool. Kontrastreich können wir übrigens nachher noch ändern, wenn wir drin sind. Da können wir uns das Ganze noch ein bisschen genauer anschauen. Alter Adel warm, klassisch, traditionell, Makler poliert, konservativ, Makler eisig. Was sollen wir mal von Anfang an nehmen? Wir nehmen mal, keine Ahnung, nehmen wir mal reich. Das sehen wir jetzt mal aus. So, dann haben wir Personal. Könnt ihr euch entscheiden. Nehmt ihr einen weiblichen Assistenten oder einen männlichen? Ich nehme weiblichen Assistenten. Standard. So, Name. Warte mal, habe ich das eigentlich ausgewählt? Ja, müsste eigentlich ausgewählt haben. So, das kostet nicht extra. Ich habe mir gedacht, es nochmal extra kostet, aber ich glaube, nee, ich glaube, das kostet nicht extra. So, Name auf jeden Fall. Harte Gönnung, definitiv, weil wir uns mal richtig hart gegönnt haben. Schriftart könnt ihr auch noch auswählen. Da sind verschiedene Schriftarten, sind jetzt nicht ganz so viel, aber immerhin so, dass ihr halt ein bisschen Auswahl habt. Hier so ein bisschen die, altdeutsche Schrift, ja. Harte Gönnung, ich glaube Enrico hat es Goebbels Häusle genannt. So, warte mal, welche hatte ich denn eigentlich? Hatte ich, ich nehme mal, keine Ahnung, die hier vielleicht, oder die? Nehmen wir die. So, Schriftart 10 hatte ich glaube ich vorher. So, und dann könnt ihr dann auswählen halt die Farbe von der Schrift, gelb, schwarz und so weiter, die ihr da unten angezeigt habt. Dann gibt es noch hier einen Waffenschrank, kostet aber extra, wenn ihr den auswählt. 520.000 nämlich. Das Coole am Waffenschrank ist, steht ja schon da, ihr könnt eure Waffen, die ihr im Waffenrad habt und die ihr nicht braucht, könnt ihr da auslagern. Ja, da habt ihr so ein Menü, da könnt ihr da alles rausschmeißen. Zum Beispiel, wenn ihr jetzt Bock habt, nur mit Snipern rumzurennen und ihr braucht den ganzen anderen Kram, die wie Granaten und Granatwerfer und Benzinkanister und sowas, könnt ihr da alles da zwischenlagern. So, darum nehmen wir das mal. Tresor haben wir noch. Tresor kostet auch extra, Alter, 335.000 Dollar. Wenn mir jemand mal erklären könnte, wozu jetzt der Tresor eigentlich da ist. Gibt es dann wirklich einen Nutzen dafür oder ist es einfach nur, dass man da drin dann das Bargeld sieht? Ich meine, habe ich bis jetzt noch so nicht rausgefunden. Wohnbereich, ja auf jeden Fall, da habt ihr noch einen extra Wohnbereich mit so einem kleinen Schlafbett, so Schlaf, kann man das nennen, so eine Schlafliege ist es ja eigentlich nur. Jo, und den Wohnbereich immer erstmal nehmen noch. Kostet 795.000 Dollar extra. Hammerhart, eigentlich bräuchte man das eigentlich gar nicht. Also Wohnbereich, Tresor, Waffenschrank, wenn ihr die VIP-Mission, die CEO-Mission machen wollt, braucht ihr das alles gar nicht. Also bezahlt ihr eine Menge extra. Aber wir machen es einfach, weil wir es ja haben, ja. Dekor, Führungskraft reich, weiblich, harte Gönnung auf jeden Fall, Name, Waffenschrank, ja, Tresor, ja, Wohnbereich, ja. Wir kaufen uns das Ganze für 5.650.000 GTA-Dollar und ich gebe dafür jetzt die Maze Bank West erstmal in Zahlung, weil, ja. Ihr könnt halt nur ein CEO-Büro haben, so. Und jetzt nehme ich mir hier mal den Buzzard und fliege eben mal zur Maze Bank, weil ich müsste, es müsste eigentlich jetzt aktiv sein. Ich glaube, es ist aktiv auf der Karte, es ist gelb. Ich bin gerade in einer öffentlichen Sitzung, das ist ja fein als CEO. Da kann ich mir den auch richtig gönnen, also was so Aufträge angeht. Ich mache übrigens nochmal ein Money-Tutorial für wir als CEO super schnell und einfach und solo vor allem richtig viel Asche macht. Und das kommt dann in den nächsten Tagen, muss ich mal schauen. Ja, wie gesagt, Solo. Funktioniert verdammt einfach, verdammt schnell. Und ja, da habt ihr dann innerhalb von ein paar Stunden, bei wie viel Millionen GTA-Dollar, vielleicht 1,1 bis 2 Millionen GTA-Dollar, könnt ihr ja Solo als CEO machen. Aber dazu nochmal später mehr. Jetzt fliegen wir erstmal hier zum Maze Bank Tower, unserem neuen CEO-Büro. Und hier kann man landen, Steuerkreuz rechts. Wenn ihr da drüber seid, einfach Steuerkreuz rechts drücken, dann landet der halt und da geht er durch diese Tür in die Maze Bank oben rein. Witzig, weil gab es ja mal einen Wall Breach, da konntest du auch da oben rein breachen. So, und dann fährt er halt hier mit dem Fahrstuhl runter. Und jetzt sind wir auch schon in unserem Büro im Eingangsbereich. Das ist unsere Sekretärin, die wir dazu gekauft haben. Harte Gönnung, hammerhart, da steht's hinten dran. Die kann man sich nur so hart gönnen.
Swag. Und ihr könnt damit Steuerkreuz rechts mit eurer Sekretärin sprechen. Und die hat auch jeden Tag ein neues Outfit an, auch sehr cool. So, ihr habt jetzt zur Auswahl Pegasus Concierge und könnt dann hier auswählen, welchen Helikopter ihr nehmen wollt. Also, oder welches Pegasus-Fahrzeug ihr haben wollt, ne? Zum Beispiel auch den Brickhead. Würde ich aber nicht empfehlen, weil kostet alles extra. Ich würde mir einfach einen Buzzard zum Beispiel kaufen und dann einfach nach draußen gehen und dann über CEO-Fähigkeit Buzzard anfordern, weil da ist er nämlich gratis. So, dann haben wir hier persönliche Fahrzeuge, könnt ihr auch anfordern, wenn ihr mit einem persönlichen Fahrzeug abhauen wollt, über eure Sekretären. Und Snacks könnt ihr kaufen. So, hier, da. Klingel, ich glaube, das ist, wenn welche in euer Büro wollen, soweit ich weiß. Habe ich bis jetzt noch nicht rausgefunden. Jo, das ist hier der Eingangsbereich erstmal. Wir haben ja so eine kleine Mini-Küche, wo man sich immer so einen Kaffee kochen kann oder so, was in der Mikrowelle warm machen kann. Hier haben wir noch so eine Art Kopierer. Und ihr könnt euch halt überall hinsetzen. Hier wird es ja gerade angezeigt. Wenn ihr euch jetzt hinsetzt, habt ihr noch verschiedene Aktionsmöglichkeiten zur Auswahl. Zum Beispiel jetzt mit dem linken Stick einmal nach rechts, dann wechselt er die Position. So, in cool. Sieht irgendwie ziemlich strange aus mit dem durchsichtigen Oberkörper. Wer da mal schauen will, wie der funktioniert, der schaut mal in meinem Channel Tipps und Tricks Playlist. Unsichtbarer Oberkörper-Glitch. So, das war's dazu. Und jetzt können wir natürlich auch wieder aufstehen. Hier stehen Kopiere. Und wir laufen mal ein bisschen weiter. Gehen wir mal hier lang gleich. Ihr könnt euch auch hinsetzen. Dann zieht ihr so den Stuhl vor. Warte, ich mach's einfach mal. Hey, wir machen es einfach mal. Hier liegt Bargeld rum. Warum liegt hier Bargeld rum? Warum liegt hier Stroh? Nee. Das ist halt durch die Mission. Das ist durch die CEO-Schmuggler-Mission. Warte mal, ich muss mich erstmal hinsetzen. Alter, dieses Ding ist so ungenau. Warte mal, komm her. Ey, komm jetzt her. Warum wird's nicht angezeigt? Jetzt, komm. Jedenfalls, das war durch die CEO-Schmuggelmission. Umso mehr ihr davon macht, umso mehr Zeugs liegt halt in eurer Wohnung rum. Hier wie das da, diese Pillen. Ja, hier könnt ihr euch wieder hinsetzen oder einen Laptop genießen. Internet und so. Da liegen Pillen rum, da liegt Bargeld rum. Alle möglichen Schmugglerware, die ihr eingesammelt habt, da liegen so Teile denn in eurem Apartment rum. Hier irgendwelche, da eine Waffe. Ne? Und das ist halt dieser Art Planungsraum, kann man es nennen. Das ist der Planungstisch. Und hier habt ihr halt diese topografische Karte von San Andreas drauf. Hier ist halt der Stadtbereich, Stadtgebiet Los Santos. Und hier diese grünen Teile, das sind meine Lagerhäuser, die ich schon besitzt habe. Das ist ein kleines, das ist ein mittleres und da hinten, das ist ein großes. Und die roten, die habe ich halt nicht. Das sind halt Lagerhäuser, die man noch kaufen kann. Insgesamt könnt ihr 5 Lagerhäuser besitzen. Und ein großes, wir können ja mal reingucken. Können wir mal kurz rein? Nee, wir machen erstmal das, Erstmal eins nach dem anderen. Ja, hier liegt so noch ein bisschen Wein rum und Kippen. Sehr schön von unseren Schmuggelwaren-Abenteuern. Einen kleinen Schrank mit Weingläsern. Wein könnt ihr auch wieder trinken. Und wenn ihr euch dann hier auf die Couch setzt, dann könnt ihr dieses Game spielen, das heißt Cross the Line. Oh ne, Don't Cross the Line, so eine Mischung aus Snake und Slither.io, würde ich sagen, mit 2 so Schlangen. Braucht ihr noch einen Kumpel dafür, mindestens einen, und dann dürfen sich diese Schlangen nicht berühren. Wenn sie sich berühren, dann hat derjenige dann verloren. Kennt ihr ja aus Slither eigentlich. So, das ist halt das Arbeitszimmer, das ist, das ist der Arbeitszimmerbereich, ist ja nicht abgetrennt. Und da gucken wir gleich nochmal hin. Hier übrigens wunderschön auch Schmuggelware, eine Impotent Rage Actionfigur mit Ecstasy-Tabletten drin. Sehr cool. Und eine Minibar. Jo, da könnt ihr halt euch was gönnen. Ich glaube, der Gin, den ihr trinken könnt, können wir gleich mal machen. Gin ist neu, soweit ich weiß. Also ich habe bis jetzt immer nur Whisky, Wein und grünen Saft gesehen, oder? Also Gin kenne ich noch nicht. Habe ich bis jetzt nicht so in Erinnerung gehabt. Ja, jetzt fragt euch sicherlich, wo ist jetzt der verdammte Waffenschrank und wo ist der verdammte Tresor? Ganz einfach, der Waffenschrank und der Tresor, die sind beide hinter eurem Schreibtisch, in eurem Arbeitszimmerbereich. Hier ist einmal links, das ist der Waffenschrank, verborgen hinter einer feinen Wand. Das Waffen, eigentlich heißt es der Waffenarsenal, aber okay, ist ja eigentlich dasselbe. Einmal drauf gedrückt und dann macht er die Tür auf und nice, ihr habt komplett einen nutzbaren Waffenschrank. Ja, der ist nicht nur Deko wie bei dem Heist-Update da im Büro, sondern da könnt ihr wirklich was machen mit. Also zum Beispiel, Waffenklassen habt ihr hier, Pistolen, Nahkampfwaffen, Maschinengewehr und so weiter. Nehmen wir mal an, ihr habt jetzt keinen Bock auf bestimmte Pistolen oder so. Dann könnt ihr zum Beispiel sagen, ich will die normale Pistole nicht angezeigt haben. Finde ich zum Beispiel sehr praktisch, wenn du jetzt ein Drive-By machst, irgendwie vom Motorrad schießt oder so, dass du nicht mal durchschalten musst. So, und dann geht ihr auf Ausblenden halt. Ausblenden, ausblenden und so weiter. Ich habe das hier alles ausgeblendet. Pistole Kaliber 50 und so weiter. Blende ich mal alles aus. Brauche ich alles gar nicht. Jetzt nur mal so zum Testen. Ja. Und gehe dann raus. Und dann habt ihr das gespeichert. Das ist dann praktisch euer Waffenschrank-Loadout, euer Waffenschrank-Layout. Und das könnt ihr im Interaktionsmenü dann auch auswählen, ob ihr jetzt euer normales Layout haben wollt, also mit den Pistolen zum Beispiel, was ich ausgewählt habe, oder ob ihr das Waffenschrank-Layout haben wollt. Das ist halt dann, wäre dann in dem Sinne praktischer. So, was haben wir hier noch? Ich glaube, anzupassen, Waffenschrank zu schließen. Ja, okay, mit Kreis schließe ich den wieder. Ich habe jetzt erstmal Pistolen angepasst und gucken. Erstmal jetzt zum Tresor nochmal schauen. Schauen wir mal kurz zum Tresor. Der ist hier drüben rechts.
Genau dasselbe Prinzip. Steuerkreuz rechts drücken und dann drückt er mal kurz so drauf und ihr könnt euer Bargeld sehen. Ich habe, wie gesagt, keinen Plan, wozu der gut sein soll, außer dass man hier so Bargeld sehen kann. Ist das irgendwie, hat das irgend noch einen Nutzen? Ja, Tresor schließen, ne, ihm einen. Überleg mal, was hat der nochmal gekostet? 300.000 oder so? Oder 400.000? Alter Schwede. Nur damit man sich da das Bargeld angucken kann. What the fuck? Bin nochmal eben kurz auf die Straße gegangen, weil ich wollte euch nochmal zeigen, wie das angepasste Waffenarsenal jetzt aussieht, was ich jetzt halt rausgeschmissen habe an Pistolen. Hier, ich habe jetzt nur noch 5 Pistolen, richtig geil. Und wenn ihr jetzt aber sagt, nö, ich will jetzt wieder mein altes Waffenarsenal zurück, dann geht ihr ins Interaktionsmenü, geht mal ein bisschen hier runter und es steht hier, persönliches Arsenal deaktivieren. Da geht ihr jetzt drauf und jetzt habt ihr wieder alle Pistolen am Start zum Beispiel. Und ja, wir werden erstmal noch dann gleich die Apartments-Ziele umwechseln, aber erstmal gucken wir uns das nochmal komplett an. Hier ist halt unser Wohnbereich. Hier mal ein Schrank, könnt ihr euch umziehen. Und ja, ein bisschen Kunst, Whisky. Könnt ihr euch mal hinsetzen. Elfenbein, jo, habe ich auch gesammelt. Schöne Sache. Und hier ist unsere Schlafliege mit einem Fellchen drauf. Dieses Fell ist neu, wahrscheinlich auch durch die Schmuggelware. Ja, das ist ja dieser Schlaf- oder Wohnbereich mit Waschbecken. Und hier drüben haben wir noch ein Klo und, das ist eine Dusche. Eine Dusche und das Klo war, glaube ich, hier drüben. So, das war das. Jetzt schauen wir uns nochmal die ganzen Apartment-Stile an. Also ich meine Büro-Stile. Im Prinzip sehen alle Büros gleich aus, es ändert sich halt nur der Ausblick. Und auf der Maze Bank habt ihr auf jeden Fall den besten Ausblick. Aber wenn ihr nicht so viel Kohle habt, könnt ihr auch euch das billigste Büro kaufen für, was waren es, glaube ich, 1 Million GTA-Dollar. Also wenn ihr nur die CEO-Mission machen wollt, dann reicht da auch schon ganz billiges. Okay, jetzt gucken wir mal rein. Büroausstattung, da gehe ich erstmal ganz hinter nochmal zum Planungstisch. Weil dann sehen wir das, da können wir so durchlaufen. Ich glaube, dann fangen wir hier hinten an mit Durchlaufen. Machen wir mal, ich habe jetzt hier Reich gekauft, Führungskraft Reich. Das hier habe ich gekauft, das machen wir mal von oben bis nach unten. Adel, alter Adel warm, für 950.000. Dann könnt ihr euch das hier ganz mal gleich mal live angucken und einfach so rumlatschen. Das sieht sehr, sehr, sehr wirklich alt aus, als ob hier übelste 80, 90-jährige Opas drin hausen. Alles mit Holz, so ein bisschen Resident Evil-Style, Herrenhaus-Style, so keine Ahnung. Also gefällt mir jetzt nicht so. Das sieht echt aus, weiß ich nicht, wie bei meinem Opa im Wohnzimmer jetzt gerade. Gut, der hat nicht so ein geiles Wohnzimmer, aber halt so der Stil, ne? Der Stil. Ich lasse schon nochmal kurz hier rein in den Wohnbereich, da könnt ihr euch den nochmal angucken. Das ist halt jetzt auch in diesem warmen, alter Adel-Warm-Style. So, da, das Klo. Und hier drüben halt nochmal die Dusche. Und jetzt latsche ich nochmal eben. Ich mache mal einen Cut. Bis gleich. Immer noch alter Adel warm. Ich habe gerade mitbekommen, ich musste mal kurz schneuzen, weil ich habe Heuschnupfen. Hier. Jetzt hat sich irgendwie umgezogen. Krasse Scheiße. Obwohl der Tag eigentlich gar nicht rum war. Ich habe ja nur den Stil geändert. Mal gucken. Jo, hier nochmal der Aufzugsbereich. Alter Adel warm. Und wir wechseln jetzt mal eben zu alter Adel klassisch. Bam. So, das ist alter Adel klassisch, alles ein bisschen heller so, was die Wände angeht. Der Boden ist immer noch braun, Eingangsbereich auch braun, weiß und so ein beige irgendwie. Und sie hat sich wieder umgezogen, krass. Also hier könnt ihr schon mal die ganzen Outfits sehen, wenn ihr die Büroausstattung ändert, coole Sache. Ja, hier nochmal, der Sitzbereich mit PCs, dann Planungsraum und nochmal Wohnzimmer. Ich kann nicht rennen, Mann, das ist scheiße. Und wenn ich in diesem Modus bin, kann ich halt nicht rennen. Und euer Sessel, das ist hier so ein fetter Sessel denn, in dem Fall. So ein krasser, was ist denn das? Ist das ein Ledersessel oder so? So ein weißer, riesiger Bürosessel, richtig oldschoolig. Schöner weißer Teppich. Und jo, gefällt mir eigentlich. Das gefällt mir ganz gut. Sieht sehr edel aus, aber auch nicht zu langweilig und altbacken. Gucken wir nochmal kurz uns das Klo an. Ja, Klo, hammerhart. Erinnert sich eigentlich nicht so viel. Können wir uns eigentlich sparen, das Klo anzugucken, oder? Soll ich mal das Klo angucken? Ich weiß nicht. jetzt machen wir mal. Wir wechseln mal eben von alter Adel klassisch zu alter Adel traditionell. Gucken, was sich da so ändert. So. Jo, das sieht ein bisschen wie so wohnlicher aus. Irgendwie noch ein bisschen gemütlicher. Traditionell. Unser Stuhl hat sich in braun geändert. Latschen wir mal hier durch. Die Wände sind jetzt grün geworden irgendwie. Und alles wirkt eben mehr so wie nach Wohnung. Das sieht mehr wie eine Wohnung aus jetzt. Also auf jeden Fall schon mal gemütlich. Das ist bis jetzt das Gemütlichste, was ich jetzt so gesehen habe. So. Und dann gucken wir mal zum Eingangsbereich. Gucken, was unsere Sekretärin anhat. Wieder umgezogen. Krass. Okay, nice. Man hat hier so einen Handschuh an. Ah, der Fahrstuhlbereich ändert sich nicht wirklich, ne? Ändert sich nicht.
So, und wir wechseln mal wieder zu Führungskraft kontrastreich für 500.000. Ziemlich günstig eigentlich, dafür, was die anderen so kosten. Ach so, ja klar, immer je nachdem, was ihr für einen Apartment-Style habt. Ah, alles klar, ein Büro-Style habt, wechselt ihr auch ihre Klamotten. Das ist fett, alles klar, cool. Ja, macht ja Sinn, ne? Passt sich sozusagen der Einrichtung an, auch cool. Geile Sache, ne, Büro. Quatsch, der Fahrstuhlbereich hat sich nicht geändert. Hm, wir latschen mal durch. Das sieht ziemlich cool aus, weil da habt ihr halt eben diese harten Kontraste. Also die Wände alles schwarz, Boden komplett weiß. Hm, hat was auf jeden Fall. Das ist ziemlich einheitlich alles. Alles so, wirkt so aufgeräumt irgendwie. Cool, ja, gefällt mir. Fernseher, mein Büro. Und der Sessel hat sich wieder geändert. Wir haben jetzt so einen normalen Bürostuhl. Bei Führungskraft kontrastreich. Klar, der Adel, der braucht dann so einen fetten Sessel. Die Führungskraft dann halt nicht. Ja, Wohnbereich nochmal checken. Schauen wir mal, was sich jetzt am Klo geändert hat. Okay, auch hier so mit schwarz. Nice. Und Dusche auch schwarz. Okay. Wir wechseln jetzt mal Führungskraft reich, das hatten wir schon. Das hatten wir am Anfang. Jetzt machen wir mal Führungskraft cool. Schauen wir mal, wie das aussieht. Und dann entscheide ich mich irgendwie zum Schluss. Entscheide ich mich für irgendwas. Ich weiß noch nicht genau was. Ey, Führungskraft cool. Okay, alles klar. Alles sieht schon mal, macht einen geilen Eindruck irgendwie. So eine Mischung aus gemütlich und cool irgendwie. Gemütlich und stylisch. Nicht zu gemütlich, aber nicht zu stylisch. Das ist eine geile Mischung, oder? So mit dem Holz, so mit diesen Streifen und den Streifen an den Lampen. So Holz-Style. Sieht aus wie Kunstholz irgendwie. Keine Ahnung, aber irgendwie geil. So, hier dieser Weinschrank, auch in diesem Oldschool-Style. Der Boden eher so neu, New School. Ja. Echt eine geile Mischung aus alt und neu so. Geil, das gefällt mir. Ich glaube, das nehme ich. Führungskraft cool. Jo, mal schon mal vormerken. Was hast du an? Irgendwas Cooles? Ah, alles klar. Und der Tisch ist auch so, diesem geilen Streifenholz. Hm, okay. Wir machen mal. Warte mal, Fahrstuhlbereich. Nee, hat sich eigentlich nichts geändert. Okay. Manischer Makler eisig. Schauen wir uns nochmal das an. Alter Schwede. Das ist. Ey, ist wirklich krass. Das ist wirklich krass. Das ist wirklich aus. Du bist wirklich, als ob du in einer Eishöhle bist. Und sie hat auch so ein. Naja. Ich würde nicht sagen unbedingt, dass es eisig aussieht, aber. Eher konservativer. Die Wände in so einem Art, was sind das so, braune Steine oder sowas. Okay, Küchenbereich. Es hat was. Sieht auf jeden Fall übelst interessant aus, aber absolut gar nicht gemütlich. Und ich habe jetzt an den Fenstern Jalousien dran. Krass, okay. Aber da wird ja halt der Ausblick versperrt, das ist nicht so geil. Und komplett alles ohne Teppiche. Das wirkt wirklich extrem kalt alles. Echt sehr ungemütlich. Ungemütlich, aber cool. Kann man sich mal kurz so angucken. Denkst du, okay, stylisch. Aber nee, würde ich nicht drin wohnen wollen oder arbeiten wollen zumindest. Gucken wir uns nochmal hier den Wohnbereich. Alter. What the fuck? Ey, krass. Das sieht aus wie in einem, weiß nicht, hat so ein bisschen Bahnhofsatmosphäre. Alles so voll leer und kalt irgendwie. Uah, krass. Gucken wir mal kurz das Klo. Okay. Hm, naja. Ändert sich ja auch nicht so viel. Ja, wieder diese grauen Steine. Hm. Jetzt wechseln wir mal eben von manischer Makler eisig zu manischer Makler konservativ. Bis gleich. Bam, manischer Makler konservativ. Wozu sind eigentlich da vorne diese Teile da? Diese Teile hier an der Decke. Schreibt's in die Comments. Ich weiß es nicht, hab keine Ahnung. Ja, konservativ. Sieht schon mal gemütlicher aus. Ich hab so einen Glastisch. Alles sehr, sehr einfach gehalten irgendwie, vom Tisch her zumindest. Nicht viel Schnickschnack. Und was haben wir hier? Hm. Sehr aufgeräumt. Der Wohnraum, dieser Entertainment-Raum sieht extrem groß aus. Da irgendwie die Möbel so klein sind, ne? Schöner Boden. Ja, gefällt mir gar nicht mal so schlecht. Also ist allgemein gar nicht mal so schlecht so. Aber ihr habt die Jalousien, das ist nervig. Bei Makler habt ihr scheinbar immer diese Jalousien dran. Das ist ein bisschen kacke, finde ich. Versperrt halt den Ausblick. Ja, und die Sekretärin auch passend in dieses langweilige Grau gekleidet. Sind das hier irgendwelche komischen Teile? Sehen aus wie Häuser oder so? Sollen das Häuser sein? Wir gucken mal eben in den... sieht genauso scheiße aus wie bei manischer Makler eisig. Alles so kalt und leer. Manischer Makler poliert. Das wäre das Letzte. Und dann gucken wir gleich nochmal an PC. Manischer Makler poliert. Schau mal, wie das aussieht. 19.000. So, jo, gar nicht mehr schlecht, das sieht auf jeden Fall wärmer aus. Ein schönes, warmes Büro und
Hier auch wieder sehr großwirkender Wohnbereich. Schwarz gehalten hier. Schwarze Möbel meine ich. Und kleine Möbel. Und ich habe da so eine Trennwand, das ist auch so schwarz. Okay, interessant. Kann ich jetzt gar nicht so richtig einordnen. Kalt, so eine Mischung aus kalt und warm irgendwie so dazwischen. Das ist so ein Zwischending, würde ich sagen. Von dem eisig und konservativ. Okay, und die auch so ein komisches, wieder so einen komischen Anzug an. Aber ich würde mich jetzt für, was hatte ich gesagt? Führungskraft cool, genau. Das nehme ich jetzt. Verändere ich jetzt. Das bleibt dabei. So, Führungskraft cool. Ja. Bestätigen, alles klar. So, jetzt habe ich das. Habe ich das gekauft und diese Teile, ja. Tenshun, Samsung Fernseher, kommen auch von den Schmuggler-Missionen. Da gucken wir jetzt mal kurz an unseren PC ran. Dynasty, bla bla bla. So hinsetzen. Übrigens, diese CEO-Mission könnt ihr nur machen, wenn ihr in einer öffentlichen Sitzung seid. Das ist halt der Nachteil. Computer benutzen, und dann gebt ihr so ein Passwort ein, euren Benutzernamen, das ist halt mein Gamertag, und dann, jo, das Passwort. Okay. Ihr habt hier so eine Lagerhauskarte. Ich habe schon verdient, habe ich schon ein bisschen was verkauft gehabt. Ich habe 42 Kisten insgesamt jetzt gesammelt von 169 Kisten. Ich habe drei Lagerhäuser, das sind insgesamt 169 Plätze darum. So, und 42 habe ich jetzt in meinem größten Lagerhaus gesammelt. Hier habe ich Käufe abgeschlossen, Kauferfolgsquote 100%, Verkäufe abgeschlossen, ein ja, Verkauferfolgsquote. Ich wollte eigentlich nur mal testen, weil es macht im Prinzip mehr Sinn zu warten. Aber dazu halt später mehr. Hier habt ihr in dem Geldmachen-Tutorial CEO-Geld machen. Hier habt ihr die Lagerhäuser und könnt dann halt hier über die Karte auch kaufen. So, ihr könntet das mit den Kisten machen, zum Beispiel eine Kiste ankaufen und dann eben später wieder verkaufen aus eurem Lagerhaus heraus. So, und das ist hier mein größtes Lagerhaus, was ich habe hier, und da ist der derzeitige Wert 735.000, Maximalkapazität 111 Kisten. Das ist halt eins der großen Lagerhäuser, die unterschiedlich kosten. Wir gucken mal jetzt hier auf alle. Oben mal den Tab gewechselt, alle. Und da könnt ihr halt die Lagerhäuser kaufen und die kosten so im Schnitt ein kleines, kostet um die 3 bis 400.000. Das ist ein kleines zum Beispiel. Ein mittleres, warte mal, ist das ein mittleres? Jo, die kosten so im Schnitt zwischen 900, 1 Million, 900.000, 1 Million. Und dann halt, wo aber noch ein großes, ich muss mal kurz hier, ein großes zum Beispiel, zwischen, glaube ich, 2 und 3 Millionen waren die großen. Also da unterscheiden sich auch in den Preisen. Ich würde mir gleich von Anfang an ein großes kaufen, zum Beispiel wie das hier, weil habt ihr einfach die meiste Lagerkapazität, könnt ihr am meisten einlagern. Das ist halt das Geile, oder kauft euch gleich drei große, keine Ahnung. Macht am meisten Sinn. So, oder das hier. Das ist halt das Billigste. Kauft euch einfach das billigste große Lagerhaus. So. Das dazu, mal kurz zu dem CEO-Interface. Und wie gesagt, dazu dann später mehr in dem Geldmachen-Tutorial als CEO. Richtig viel Geld in ganz kurzer Zeit machen. Solo, ja. Habe ich eine coole Methode auf jeden Fall. Meine Methode, wie ich hier am schnellsten Geld verdiene, ist eine sehr geile Möglichkeit, jetzt richtig fett Asche zu machen. Das ist dann auch super einfach. Wenn nicht sogar die beste Solo-Möglichkeit, um Geld zu verdienen. Mit den CEO-Missionen. Ich würde sagen, wir wechseln jetzt mal. Ich latsche jetzt mal zum Lagerhaus. Auf der Karte. Na, ich mache mal einen Cut. Bis gleich. So, bin wieder draußen. Aus meinem Macebank Tower rausgelatscht. So sieht es halt aus. Das ist hier der Eingangsbereich. Da oben habe ich irgendwo mein Büro. Keine Ahnung wo. Bei den ganzen anderen. Und ja, ihr könnt das Büro, habt ihr es vielleicht gerade noch gesehen, vor dem Cut, also zu Fuß verlassen, übers Dach verlassen oder halt mit dem Auto halt verlassen das Büro. Ich mache es immer so. Ich latsche mal raus und dann call mir dann meinen Buzzard an, den ich mir schon gekauft habe über Secure Service CEO. Dann CEO Fahrzeuge und dann halt der Buzzard, weil der ist gratis. Also wenn ihr den gekauft habt. Vorher logischerweise nicht. Und dann werde ich mir jetzt eben mal den Buzzard snacken und mal schauen, meine Lagerhäuser. Die Lagerhäuser werden dann so als gelbe Punkte, also nee, gelbe Punkte, gelbe Häuser so angezeigt. Leider nicht, weil ich welches jetzt ein großes, ein mittleres oder ein kleines ist, aber ich weiß auf jeden Fall, dass das hier das größte ist. Okay, wir werden jetzt mal zu dem kleinsten fliegen, das ist nämlich hier. Bis gleich. Jo Leute, ich bin angekommen bei meinem kleinsten Lagerhaus. Übrigens, wenn ich was dazu vergessen habe zum CEO-Büro, dann könnt ihr das, oder zu den Lagerhäusern, dann könnt ihr das gerne in die Comments schreiben. Ja, also wenn ihr da noch irgendwas Wichtiges habt, einfach in die Comments hauen, dann sehen es auch die anderen. So, kleinstes Lagerhaus schon mal reingelatscht. So sieht es denn aus, wenn man es gekauft hat, ist ein blauer Kreis. Und jo, es sieht echt nach nichts aus, sieht echt voll billig aus. Ich habe hier so eine Lagerreihe. Hier kommen dann diese ganzen Schmuggelgegenstände hin. Ein Platz jeweils für, glaube ich, drei Kisten oder so. So, und dann habt ihr halt eine Reihe und dann ist die komplett voll. Das kleinste Lagerhaus, Kapazität waren, glaube ich, warte mal, das habe ich ja gar nicht gesagt, ne? Wie viele Kisten das waren? Das größte waren 111, das mittlere 42, glaube ich. Und das kleine, was waren das, 10 oder 11 Kisten?
Irgendwas so in dem Dreh. So, habt ihr noch eine Werkbank und wenn ihr jetzt an die Werkbank geht, dann könnt ihr zum Beispiel auf Lieferwagen, habt ihr die Möglichkeit Lieferwagen, dann habt ihr Panzerungsmodifikation, da klatscht ihr auf den Brickade noch eine extra Panzerung drauf und das hatte ich in dem Video nicht gesagt, in dem Brickade Explosivtest, wo ich da Puffbomben rangeschmissen habe, da ist halt noch einer explodiert. Die Panzerung vom Brickade, die ihr drauf tunt in der Werkbank, in dem Lagerhaus, die ist nur in den CEO-Missionen aktiv, das hat mir einer in die Comments geschrieben, Shoutout an dich, danke übrigens. Ey, wie soll man drauf kommen, ja? Nur, dass die Panzerung sich nur so draufschaltet, irgendwie so draufschaltet in den CEO-Missionen. Voll sinnlos eigentlich. Ich meine, das kannst du doch auch für den normalen Modus machen, auf dem normalen Brigade, oder? So, schusssichere Reifen könnt ihr auch noch tunen. Lieferflugzeuge könnt ihr auch noch mit Panzerung ausstatten und einem Störsender. Und dann ein Lieferboot könnt ihr auch noch Panzerung draufknallen. Mache ich jetzt einfach gleich mal. Zusätzliche Panzerung für den Hafenschlepper, ne? Ermöglicht es ihm, erheblichen Schaden wegzustecken, also falls ihr den da habt. Geschwindigkeitsmodifikation, dann kannst du die Geschwindigkeit vom Hafenschlepper noch erhöhen. Machen wir jetzt einfach auch nochmal. So, und ich finde, die CEO-Missionen machen ziemlich viel Fun. Also dieses Sammeln- und Tauschen-Prinzip oder Sammeln und Verkaufen. Sehr cool, ja, das mag ich. Dann habt ihr so einen PC und darüber könnt ihr verkaufen. Also wichtig, CEO-Büro kaufen, dann halt die Ware einsammeln, einsnacken. Und dann hierüber wieder verkaufen, wenn die dann eingelagert hat im Lagerhaus. Ne? So. Aber ich habe hier halt nichts drin. So. Also 16 Plätze. 16 Plätze hat so ein kleines Lagerhaus. Alles klar, wisst ihr Bescheid, ne? Okay. Gehen wir mal wieder raus. Und dann latschen wir jetzt mal zu meinem mittleren Lagerhaus. Gucken uns das mal kurz an. Ey, feinster Mondschein. Angekommen bei meinem mittleren Lagerhaus. Wir latschen mal kurz rein. So sieht's aus. Ich habe mir die Lagerhäuser natürlich alle ringsrum um mein Büro gebaut. Also mein erstes zumindest, jetzt habe ich ja die Macebank, egal, weil dann habe ich es immer nicht so weit zu meinem Büro denn, von Lagerhaus zum Büro. So, das ist das mittlere Lagerhaus und hier haben wir ja natürlich noch eine größere Kapazität, logischerweise, weil es Mitte ist. Und jo, könnt ihr alles vollbauen, die Schmugglerware wird dann hier geparkt. Könnt ihr nachher nochmal beim großen Lagerhaus sehen, weil da habe ich mein ganzes Stuff gelagert, mein ganzes geiles Diebesgut. So, das ist hier das 42 waren es, genau, 42 Schmuggelplätze sozusagen. Hier könnt ihr 42 Kisten rein ballern und jo, das war's zu dem mittleren. Ich bin gleich wieder da beim großen Lagerhaus. Das ist hier mein größtes Lagerhaus. Das befindet sich genau dort hier. Und ja, ist mein Lieblingslagerhaus zurzeit, weil 111 Plätze und ja, keine Ahnung, ich feiere es einfach. Übrigens, wenn ihr hier reinlatscht, habt ihr vielleicht schon bemerkt, dann habt ihr keine Cops mehr. Also wenn ihr irgendwie mal Cops haben solltet, einfach ein Lagerhaus fahren, dann sind die Cops sofort weg. Hier haben wir einen kleinen Bürobereich, so eine Art Bürobereich. Sieht schon geiler aus als bei den anderen. Wir haben eine fette Tarnjacke oder sowas, was das sein soll. Und wir haben hier wieder einen PC, wo wir Stuff verkaufen können. Okay, hier, Riesenteil. Das erinnert mich ein bisschen so an einen Großmarkt. Übelst hohe Regale und wir haben schon einen Haufen Schmuggelware. 111 Kisten passen ja wie gesagt rein und ich habe hier schon 42 Plätze davon aufgefüllt. Muss noch ein bisschen was geiern, muss noch ein bisschen Diebesgut geiern. Hier seht ihr nochmal Diebesgut, krasse Tennschuhenfernseher, so ein paar Billigfernseher und dann ja, noch Elfenbein, alles illegale Ware. Ne? Und was haben wir hier? Was war das nochmal? Auch Elektronikartikel und das sind, ach, keine Ahnung, vielleicht Waffen, menschliche Organe und ein Haufen anderer Kram. Wir laufen einfach mal komplett durch. Was haben wir hier drauf liegen? Ist das Dynamit? Ne, wieder Elfenbein. Dann wieder Elektronikartikel. Und hier oben waren, glaube ich, noch Pillen. Das sind irgendwelche, die Teile hier, das Gelbe. Irgendwelche Viren vielleicht oder sowas. Keine Ahnung, was hier alles hier schmuggelt. Was hier alles geschmuggelt und verkauft wird. Da oben sind, glaube ich, Gold, nee, Silberbahn. Irgendwelche wertvollen Metalle als Bahn. Kunstgegenstände. Dann hier menschliche Organe. Nochmal Kunstgegenstände. Richtig, ich finde es halt geil gemacht, dass es alles dann so angezeigt wird. Das ist ziemlich witzig irgendwie. Es hat irgendwie so ein geiles Pokémon-Sammeln- und Tauschen-Prinzip. Alles, du willst halt einfach alles sammeln, ja. Du willst halt alles vollklatschen. Und es hat irgendwie einfach eine geile Motivation. Finde ich bis jetzt schon mal besser als die VIP-Mission. Weil es mal was anderes ist. Anderes Spielprinzip. Hier haben wir nochmal Lagerplätze, glaube ich. So. Hier haben wir nochmal die Werkbank. Und jetzt können wir nochmal kurz schauen, was ich hier so an Vorrat habe. So, wir haben 42 Kisten vorrätig und das ist der Wert, wäre, wenn wir jetzt 42 verkaufen würden, werdet ihr 735.000 GTA-Dollar bekommen. Ich habe alles solo gesammelt, wie gesagt, und war absolut easy. Einfach eine geile Möglichkeit, um Solo-Geld zu machen. Aber wie gesagt, das kommt danach später im CEO-Geld-Machen-Tutorial. Super leicht und solo, super leicht und schnell. Anyways, das war es jetzt zur Vorstellung vom Büro mit den ganzen Büro-Styles, den ganzen Bürostilen und den Lagerhäusern, wie die so aussehen, wie es aussieht, wenn Schmuggelware drin ist und jo, das ganze Netzwerk, CEO-mäßig, was ihr da alles kaufen und verkaufen könnt.
Ich würde sagen, für alle, die noch einen Unlock All brauchen, die jetzt keinen Bock haben auf CEO-Missionen oder keinen Bock auf Money-Glitchen, die einfach massig Kohle haben wollen, wie hier auf dem Account, die können mal in die Videobeschreibung schauen, weil da habe ich für die Bestellseite vom Modder-Team Extreme Modding verlinkt, einmal die Bestellseite und die Facebook-Seite für alle, die noch Fragen haben zum Thema Unlock Alls und so weiter. Können ihnen einfach dann eine Nachricht schicken im Team, sind immer sehr freundlich und schnell. Anyways, das war's jetzt zum Video. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Ihr haut rein. Moment, bevor ich raus bin, ich habe noch einige Videos in Planung. Lasst euch einfach überraschen. Schaut mal einfach auf meinen Channel und in den nächsten Tagen kommt noch einiges, so 2, 3 oder 4 Videos zum Further Adventures in Finance und Fellini Update. Jetzt aber wirklich, ihr haut rein. Danke fürs Zuschauen und ich bin raus.